das war schon knapp. Wow, 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 wow. Wir brauchen hier mehr Damage. Oh, jetzt sind wir es gewesen. Was kann ich noch machen? Ja, ich kann die da jetzt nur hinspammen. Aber das war's ja jetzt, Leute. Das werden wir nicht mehr aufhalten hier. Das ist too much. Wow, wir haben es nur geschafft, das eine. Aber das war's jetzt. Also nochmal, wenn wir das hier nicht aufhalten. Halleluja, wir haben das gemacht. Wow, wir haben Runde 36 geschafft, das erste Mal. Wow. Aber ist schon sehr viel durchgegangen, aber wir leben. Wir leben nur. Wow. Ey, ist das geil, Leute. So, ich brauche jetzt nur einen Sniper, falls es sich ausgeht. Runde 36 haben wir noch nie geschafft. Wow, 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 wow. Nicht schlecht. So, Sniper Nummer 5 ist es. Aber jetzt sieht es wirklich nicht mehr gut aus hier. Das ist... So, jetzt war's das. Das ist zu viel. Wow, wir haben es nur aufgehalten. Geile Aktion. Ja, ich werde weiter an den Snipern hier halten. Die hauen immer den stärksten weg. Das sieht nicht so schlecht aus. Wir brauchen mehr von diesen Kanonen. Dann könnten wir die... Wow, jetzt kommen Schwarze in der 39er, das war's. Wow, aber war spaßig, ey. Die Schwarzen, das sind ja richtige Schweinchen, hey. Aber wir haben die 38er geschafft, dann Grüne wäre auch noch gekommen, ey. Holy shit, die wollen uns so verarschen. Aber absoluter Weltrekord, da pisst uns keiner mehr ans Bein, Leute. Da pisst uns keiner mehr ans Bein, ja. Die sind alle höher vom Level als wie wir und wir haben die Bude gerockt. So sieht's aus, wir haben die Bude gerockt. So, der ist im 34 da. Das haben wir wirklich geil gemacht, ey. Ich bin stolz auf uns. Was ich müsste, wäre ein bisschen die Bananen-Factory nur upgraden. Das wäre nice. So, das schaffen wir ja alles hier. Das ist nicht das Problem. Und jetzt müssen wir das halt halten insgesamt, ne? Eine Zeit lang. Oh, was für ein geiler Fight. So, was ist das da? So, boah, das war eine geile Aktion, ey. Das war wirklich eine geile Aktion. So, ich zeige euch jetzt, was ich endlich upgraden möchte. Also, wir nehmen jetzt mal das da alles. Ich wollte das erforschen. 20 Bluestones. Da brauchen wir nur ein paar Bluestones. Aber die kriege ich ja gleich, das ist nicht das Problem. So, machen wir noch schnell einen Angriff hier. Ein bisschen den Gegner ärgern. Irgendwen wir sie schon finden lassen, den was wir verarschen können. So, der kriegt jetzt eine schöne Attacke hier. Und ich sammle den Rest hier ein. Dieses Infofenster geht mir so derartig am Arsch, Leute. Das ist so richtig lästig. So, das Territory gehört uns. Es läuft. Ja. So, wir brauchen 5 Bluestones. Und dann können wir das erforschen da unten. Das heißt, irgendwas sollten wir einnehmen schnell. Nehmen wir das ein. Zack, boom, bang. Auf die Schnelle. Das wird ohne Problem hinhauen, sage ich euch. Das wird kein Problem. So, ich nehme in der Mitte diesen Dings da. Den upgraden wir. Und los geht die Party. Los geht die Party mit der Wave 1 bis 21. So. Das müssen wir natürlich halten hier. Wave 1 bis 21. So, was habe ich wieder vergessen? Wie immer den Kleinen hier setzen. Dass ich das immer vergesse, das ist richtig lästig. So, haben wir stärkere Spikes. Nur aufpassen, irgendwann werden hier sicher Stahlblunts jetzt kommen demnächst. Ich werde viel auf die Spike Factory hier setzen, das ist schön chillig. Ich denke, das sollte man hinkriegen, Leute. So, wir machen gleich Stahlblumen-Upgrade jetzt. Haut hin. Wave 4, Mann! Müsste jetzt eigentlich schon ein Stahlblumen kommen, was ich weiß. Ich meine, ich brauche ihn eh nicht, aber ich sag nur. Ich glaube, da kommt jetzt einer.
Ey, das war so ein geiles Match das letzte Mal. Ey, das haben wir richtig gut gerockt. Das erste Mal Wave 36 geschafft, Leute. Das ist, jo, bin stolz drauf. Das war echt hart. Super gelaufen. So, Wave 5. Und Wave 6 haben wir. So, jetzt nehmen wir gleich die dicken Bälle da bei der Spike Factory. Hält dann auch schön die Keramik auf. Jo, bis jetzt kein Problem. Aber jetzt kommt schon ein bisschen was. Es wird jetzt ungut langsam. Außer die Holla. Da müssen wir noch was machen, sonst wird es dreckig. Ein paar sind durch. Ah, jetzt kriege ich keine Bluestones. So ein Scheiß. Nee, wir brauchen Bluestones, sonst bringt es nicht. Wir brauchen nicht gewinnen ohne Bluestones. Die kann man vergessen. Ich restarte jetzt das. Weil, wie gesagt, ohne Bluestones brauche ich hier nichts machen, denn wir brauchen die. Wir brauchen die einfach. So, ich nehme jetzt nochmal zwei von denen. Dann kriegen wir noch mehr Kohle. Und ja, müssen wir schauen, wie wir damit klarkommen, ne? So, let's go. Brauchen so eine Spike Factory hier und zwar schnell. So, wird sich das jetzt ausgehen oder nicht? Nee. Können wir es machen? Das ist zwar ein bisschen dämlich, aber egal, Hauptsache es geht sich aus. Wozu haben wir das? So, ich brauche jetzt wirklich diese blöde Spike Factory. Hammer! Es ist ein bisschen risikoreich, wie ich es mache, aber dafür haben wir hier ordentlich Kohle. Und je früher wir die kriegen, desto besser. Es rentiert sich dann mehr. So. Und jetzt wird abgegradet. Als erstes der hier. Den habe ich vorher gar nicht gemacht. Jetzt macht man. Wird auch ein bisschen was bringen. So. Und danach ist die Spike Factory dran. Genug Moos sollten wir jetzt kriegen. Und neuer Versuch, sage ich mal. Wir brauchen einfach Bluestones. Ja? Sonst kann ich das nicht erforschen. Wave 5. Ich glaube, Stahlbluns waren hier nur keine. Das könnte ich nachher nehmen, das Upgrade. Vielleicht zuerst hier... Dings da, mehr Spikes. Ich glaube, die Idee ist nicht schlecht. Und dann das andere. So, Wave 6.
Nehme jetzt dieses Stahlblumen-Upgrade hier. Sicher, sicher. So, nächste Runde ist uns ein bisschen auf den Piss gegangen, das weiß ich noch. Das müssen wir jetzt gut managen. Aber der Affe macht ja nicht so schlechten Damage jetzt. So, Wave 7. Mehr Specs. Aber wir sind noch nicht in der 7er draufgegangen, das war ein bisschen später, glaube ich. So ein Boomerang-Dingsbums sollten wir auch nehmen. Ich nehme lieber den da. Gehen wir schön in die Mitte. So, hier sind wir drauf gegangen, aber das werden wir jetzt schon hinkriegen. Haben wir alles unter Kontrolle. Nur das Bike Factory alleine ist halt schwierig. Na gut, wir haben jetzt auch diese Bananenfuzis hier. So, jetzt nehmen wir hier auf jeden Fall die fetten Spikes hier mal. Wave 10 haben wir. Wave 11. Und wir haben die dicken. So, dann nehmen wir eine zweite Spike Factory. Jetzt geht es locker, zackig, flockig. Gehen wir hier hinten hin. So, jetzt kommen ein Haufen Stahlblunz hier. Aber das ist kein Problem. Wir setzen jetzt auf die Spike Factory, die soll alles aufhalten. Dann nehmen wir noch ein paar. Ganz gut, sage ich mal. So, und wir warten wieder auf die dicken Spikes, die wir aber bald kriegen werden. Jetzt werden bald Keramiks kommen. Aber gut, zwei voll ausgebaute Spike Factory Fabriken, das ist auch nicht so schlecht. Verfluchten Herzen sind halt solche Ratten, aber okay, wir haben es unter Kontrolle. So, dann nehmen wir Nummer 3. Den gehen wir jetzt richtig unverschämt dann nach vorne. Kommt sehr viel, aber das halten wir auf. Jetzt haben wir fast drei voll ausgebaute Spike Factory Fabriken. Also damit kann man was anfangen. Ne? So, Nummer 3 ist gleich fertig. Und zack, da ist die Nummer 3 fertig. Jo, läuft. Wave 18. Brauche jetzt sogar nur eine vierte. Ordentlich Stahlblut hier, aber wie gesagt, es geht okay. So, eine vierte, die bauen wir hier hin. Wundert mich, dass die so weit durch sind. So, jetzt kommen die Keramiks. Das ist ein bisschen ungut, aber es geht auch. Wir haben ja die dicken Spikes im Haufen. So, die vierte Spike Factory ist gleich fertig. Wave 20. Also, diesmal schaffen wir es. Wir kriegen unsere Blue Stones. Wird hinhauen sozusagen. Wave 21, die letzte Wave. So, das heißt, wir verkaufen das jetzt. Brauche nicht mehr. Und dann bauen wir nur eine Spike Factory hier hin. Da wird jetzt nichts mehr passieren, da kann nichts mehr durch. Und gewonnen! Danke für die Blue Stones, sage ich nur. Jawohl, 5 Blue Stones. Genau das brauchen wir. Genau das brauchen wir, Leute. So, wir gehen nochmal kassieren. So, hier auch noch. Da gibt es auch noch ein bisschen Kleinigkeit. Ähm,
Das hier kassieren wir auch. So, und dann gehen wir in die Forschung, dass wir endlich mal Bosse hier verschicken können. Ja? Es dauert eh, bis wir das erforschen, ewig, also muss man ein bisschen Geduld haben. So, und wir wollten noch diese Kanonendinger bauen. Die sind nämlich nicht schlecht für die Bosse. So, die Bomb Tower. Bomb Tower. Bomb Tower, den bauen wir aber woanders hin, nicht hier. Hier will ich einfach nur Monkey vs. Monkey Sachen haben. Bauen wir da runter. Tower selber, die kosten ja nicht so viel. Das ist jetzt nicht das größte Problem. So, was können wir noch bauen? Ich schau gerade, Spike Factory ist Hammer. Zauberer haben wir auch noch nicht. Nehmen wir den auch mal. Trackshooter, die sind auch nicht so teuer, wenn wir hier ein paar Tower hinsetzen, ne? Komm, lass dich setzen. So, noch ein Trackshooter. Und normale Monkeys. Haben wir auch noch ein paar Platz hier. Die sogenannten Billigtower. Noch zwei gleich. Die werden uns einiges bringen hier. Jo, wir bauen jetzt massiv unser Dorf hier aus. Was kann ich hier eigentlich hin? Ja, da könnte man das hin. Mit dem Wasser da. Einen Port. Zack. So. Hier bauen wir, schauen wir mal, upgrade-mäßig. Den Gluganer, den könnte man auch ordentlich ausbauen. Was ist das? Ist nicht so nützlich. Den da nehmen wir auf jeden Fall. So, hier bauen wir auch noch was hin. Vielleicht ein Special Building, aber da fehlt mir ja das Geld. Jo, was kann ich nur bauen? Manche, was ein Manke, wie nix Ressourcen geht. Auch nix. Was könnte man denn nur bauen? Pineapples. Vielleicht das da. So eine Dartling Gun. Habe ich kein Geld oder was? Na, sicher habe ich Geld. So, und dann bauen wir noch zwei normale Monkeys, weil die sind echt gut. Ich meine, die sind einfach billig, sagen wir es, wie es ist, ne? So, hier bin ich angegriffen und ich würde sagen, jetzt lassen wir das mal laufen hier. So, das da möchte ich dann gerne upgraden, aber da braucht man nur Geld. Das wird ein bisschen dauern, bis das möglich ist. Das haben wir nämlich ein bisschen ausgegeben. Aber ist ja kein Problem, wir haben es ja, ne? So, zack, zack, zack. Zack. Jo Leute, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. War eine geile Runde, finde ich. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!